Ja, es freut mich, einen besonderen Gast zu haben, beziehungsweise wir sind eigentlich Gast hier in der Sargfabrik. Axel Petermann, Kriminalist, Profiler, Buchautor und. Ja, fangen wir gleich einmal an zur Vorgeschichte. Buchautor, zuerst einmal Kriminalist in Sachen Mord, kann man das sagen. Richtig. Und das war schon sehr früh, dass ich anfing, mich um Tötungsdelikte zu kümmern. Ich wollte eigentlich gar nicht bei der Polizei bleiben. Es war nur für 18 Monate gedacht, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Aber dann hat sich ein Verbrechen ereignet in Bremen und es hat mich so fasziniert, dass ich dachte, irgendwann, weil die Tat nicht aufgeklärt werden konnte, klärst du die dann auf. Und es gab dann noch so weitere Zufälle, die dann meinen Lebensweg bestimmt haben. Und dann bin ich ab 1975 in der Mordkommission gewesen, besser gesagt zunächst als Durchläufer bei der Kripo, um dann 1980 in der Mordkommission zu arbeiten. Und seither dreht sich eigentlich so mein ganzes Leben um Mord und Totschlag. Und ich frage mich auch manchmal, woher diese Faszination kommt, die mich doch so lange bei diesem Thema lässt. Kann man sagen, wie viele Fälle das waren, die bearbeitet wurden? Also es sind bestimmt weit über 1000 Fälle gewesen, wobei es nicht immer alles Mord und Totschlag gewesen ist, sondern es ging auch viel um die Auffällung des unnatürlichen Todes. Immer dann, wenn ein Mensch verstorben war und die Ärzte nicht herausfinden konnten, warum ist dieser Mensch denn verstorben, dann bin ich gefragt worden oder Kollegen und ich sind gefragt worden, stellt doch mal die Gründe fest. Und das könnten dann auch eben halt Suizide gewesen sein oder aber, dass es dann Unfälle waren und die mussten dann eben halt erarbeitet werden, aber auch eine ganze Menge an Tötungsdelikten. Dann kam irgendwo der Bereich des Profiling dazu. Wie ist das passiert? Ich muss sagen, dass wir schon eine hohe Aufklärungsquote hatten bei den Delikten, dass Täter geständig waren, aber mir hat es irgendwie nicht gereicht. Ich habe manchmal nicht herausfinden können, warum es überhaupt zu den Taten gekommen war, warum sich Täter in bestimmten Momenten, also bei den Verbrechen, sich so verhalten haben, wie wir das dann später an den Spuren sehen konnten. Und das hat mich interessiert. Und als dann um 2000 herum ein Wiener, Dr. Thomas Müller, bei den Amerikanern beim FBI gewesen war und das Wissen dann mit nach Europa gebracht hatte und ich davon erfuhr, war klar für mich, das ist etwas für mich, da bekomme ich bestimmt Antworten auf meine Fragen. Und so ist es auch tatsächlich gewesen. Die Fallanalyse hat doch dazu beigetragen oder das Wissen der Fallanalyse hat doch dazu beigetragen, dass ich mehr über die Motivation der Täter verstehe, dass ich eher einschätzen kann, was ist dort am Tatort geschehen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, einfach das Verhalten des Täters zu erfahren und zu wissen, warum er das gemacht hat, beziehungsweise überhaupt das Ganze nachvollziehen zu Genau, können. es geht um die Bedürfnisse, die ein Täter bei der Tat hat. Warum kommt es überhaupt zu dem Verbrechen? Ich sage dazu, ich suche, ich lese die Spur hinter der Spur, also nicht den Fingerabdruck am Tatort oder die Verstehe. Blutspur, sondern die Intention, die der Täter hatte beim Verbrechen. Was war ihm wichtig? Was wollte er realisieren? Warum hat er getötet? Und möglicherweise auch, dass die Frage beantwortet werden kann, warum denn gerade dieses Opfer? Bezieht sich das auf gezielte Tötung, wo ein Nutz, also für den Täter ein Nutzen dahinter steckt, oder gilt das auch für Affekthandlungen? Also Affekthandlungen könnte man auch analysieren, aber da hat man nicht viel Verhalten. Das geschieht aus der Situation, zwei Menschen geraten in den Streit, einer der beiden verliert die Kontrolle über sich und nimmt vielleicht einen Aschenbecher oder das Mikrofon und erschlägt dann jemanden damit und dann ist das ja schnell analysiert. Es geht dann schon eher um Taten, wo Täter doch ihre Bedürfnisse gezeigt haben, neben der Tötung des Opfers noch etwas getan haben, was ihre persönlichen Bedürfnisse dann befriedigte. Profiling hat das jetzt sogar noch an Bedeutung gewonnen in der Zeit oder ist es gleich geblieben? Also ich würde sagen, dass es durchaus an Bedeutung gewonnen hat. Es war der Weg, in das Profiling zu kommen, es anderen zu vermitteln, war nicht unbedingt einfach, weil wir hatten ja unsere Ermittler und ich bin ja auch früher ein Mordermittler gewesen
und dachte immer, du arbeitest sehr gewissenhaft und gut. Aber manchmal gibt es natürlich auch andere Ansätze, die sich nicht unbedingt erschließen. Und da können natürlich Fallanalytiker oder Profiler mit ihrem Verständnis dazu beitragen, dass man ganz andere Ansatzpunkte suchen kann. Und letztendlich geht es auch darum, dass ja nicht alle Verbrechen geklärt werden und dass man dann im Rahmen einer Cold Case Untersuchung sich dann mit diesen alten Taten dann nochmal auseinandersetzt, um dann neue Ansätze zu finden, die die Beamten zuvor nicht hatten. Kann das sein, gerade bei so Cold Case Fällen, dass man, wenn eine Zeit verstrichen ist, erstens einmal, dass sich die Technik ja gewandelt hat, die Kriminalistik gewandelt hat, aber auch, dass man dann vielleicht den Tunnelblick, den man bekommen hat als Ermittler, dass man den dann abgelegt hat als Cold Case Fällen? Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig, dass man aus seinem Tunnel dann hervortritt und dann offen ist für andere Ideen oder andere Motive. Okay, das ist eigentlich, was man aber durchaus eigentlich als Ermittler lernen sollte, dass man seine eigenen Ergebnisse, die man für wahr hält, für richtig hält, dass man die nochmal sehr kritisch überprüft, wie so ein Advocatus Diaboli, also der dann sagt, was wäre denn dann, wenn meine Ansätze nicht stimmen und alles ganz herum anders gewesen wäre, okay, und dann neue Ansätze findet. Und das wäre eigentlich auch mit die Aufgabe eines Fallanalytikers, der sagt, man könnte es ja vielleicht auch andersherum probieren. Das muss nicht bedeuten, dass der immer eine andere Theorie entwickelt, aber die Chance sollte man auf jeden Fall nutzen. Jetzt das Profiling, kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang so ein bisschen belächelt wurde oder nicht so ganz ernst genommen wurde. Das hat sich ja mittlerweile gewandelt. Das Profiling hat ja einen fixen Bestandteil, glaube ich, in der Kriminalistik mittlerweile. Ich fand es immer, dass es ein ernsthafter Ansatz gewesen ist, weil es ein sehr, sehr spurenorientiertes Analysieren des Tatgeschehens ist. Ich schaue mir sehr, sehr genau an, was ist am Tatort passiert. Manchmal habe ich mich stundenlang oder immer wieder tagelang dort an einem Tatort aufgehalten, um eben halt das, was dort geschehen ist, aufzunehmen, um das Verbrechen verstehen zu können, um die Abläufe rekonstruieren zu können, um sagen zu können, aus folgender Motivation wird die Tat begangen worden sein und die Interaktion zwischen Täter und Opfer ist folgendermaßen gewesen. In der Mordkommission arbeitest du auf der Spur. Ich als Fallanalytiker suche die Spur hinter der Spur. Auf der Spur arbeiten bedeutet, ich schaue, was finde ich am Tatort oder was finden die Spurensucher am Tatort, Blutspuren, Fingerspuren, Tatwaffen, wo kommen die her und so weiter. Das Handwerk. Handwerk, genau, das ist ein sehr täterzentriertes Arbeiten. Man sucht einen Verdächtigen, um ihn dann mit verschiedenen Methoden, dann Beweismitteln, auch Zeugenaussagen, dann das Verbrechen nachzuweisen. Und als Fallanalytiker geht es mir um die Motivation, um letztendlich um ja, den Grund für die Tat und im Nachhinein dann auch die Erklärung der Abläufe, die da gewesen sind. Und wenn ich das getan habe und die Frage des Motivs beantwortet habe, dann sollte ich auch Angaben dazu machen können, wie denn dieser Mensch aussieht, wie ich mir eher vorstellen muss, welche Profile hat, welche Persönlichkeit er hat, damit er sich von anderen aus einer Vielzahl von potenziellen Verdächtigen herauszufiltern ist, so er sich unterscheidet. Jetzt, man sieht ja dann tief auch in die Seele dieser Gewalttäter hinein. Es gibt ja diesen Spruch, wenn man in den Abgrund blickt, muss man aufpassen, dass man nicht verschluckt wird. Gibt's da irgendeinen, muss man sich da irgendwie abschirmen oder gibt es da etwas, wo man sagt, naja, jetzt baue ich das wieder ab? Also ich musste das wirklich lernen, dass ich die Distanz zu den Taten, zu den Opfern irgendwo aufgebaut habe, dass ich nicht zu sehr an die Momente herankam, wenn ich wusste, das Opfer wird jetzt sterben, das ist dem klar, das wollte ich eigentlich nie erleben. Auf der anderen Seite war ich natürlich immer sehr, sehr interessiert, dass ich genau mir angeschaut habe, wie sind die Verletzungen und so weiter. Aber dieses Emotionale, das wollte ich draußen lassen. Das, denke ich, habe ich ganz gut hinbekommen. Und mein Umgang mit den Tätern ist dadurch geprägt, dass ich denke, das Böse liegt in der Tat. Und man muss nicht per se ein böser Mensch sein, um Böses zu tun.
Natürlich gibt es Täter, wo ich dann wirklich sagen würde, also das ist richtig, richtig heftig und die erfüllen eigentlich auch so das, was ich unter dem Bösen verstehe. Aber trotzdem musste ich auch in der Mordkommission, wenn ich die Vernehmung gemacht habe, natürlich immer so eine sachliche Ebene dann auch an den Tag legen, dass der Mensch dann eben halt sich auch in seinen Motiven und so weiter verstanden fühlte. Okay. Verstanden fühlte bedeutet aber nicht, dass Das ich Verständnis dafür habe. verstehe, ja. Während eines Falls, wenn man an einem Fall arbeitet und man hat ja dann seine Freizeit, man geht nach Hause, lasst man das vor der Tür stehen oder nimmt man das automatisch mit hinein? Also das kann ich nicht. Also ich lebe eigentlich in den Fällen und ich kann mich ganz schlecht lösen. Und das beschäftigt mich wirklich. Und manchmal stehe ich dann auch nachts auf oder bin nachts aufgestanden, weil mir eine Idee gekommen ist und ich habe mir die dann notiert, weil ich Angst hatte, ich könnte das dann vergessen. Also es ist schon manchmal eine Zumutung auch für meine Familie, wie Absolut, ich mich denn dann so verhalte oder verhalten habe. ja. Es ist aber dann, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, wenn die Opfer zur Gerechtigkeit kommen oder zur Gerechtigkeit verholfen wird. Den Opfer nützt es an und für sich nicht, aber es ist zumindest das Mindeste, dass der Täter dann auch seine gerechte Strafe bekommt. Ja, ich finde wirklich, die Opfer haben ein Anrecht darauf, dass sie können es nicht mehr erfahren, aber Genau. die Angehörigen auf jeden Fall können erfahren. Und für die ist das wirklich ganz, ganz wichtig zu wissen, warum es zu der Tat gekommen ist, wer das gemacht hat. Und auch, dass dem Opfer manchmal wird diesen ja auch eine Mitschuld unterstellt, dass die dann auch rehabilitiert sind. Und aus diesem Grund haben meine Frau und ich uns auch dazu entschlossen, eine Schirmherrschaft zu übernehmen in einem Opferhilfsverein für Angehörige von Gewaltopfern. ANUAS heißt der, das ist in Berlin und an den Verein können sich Menschen wenden, deren Angehörige getötet worden sind. Das ist eine ganz wichtige Sache, würde ich mal sagen. Das Ja, und das ist wirklich eine ganz, ganz drängende Aufgabe. Das erlebe ich immer wieder, weil sich wirklich ganz viele Menschen an mich wenden, wo die Taten nicht aufgeklärt sind oder aber wo sie denn sagen, das, was ermittelt worden ist, mit dem können wir nicht leben. Manchmal sind es eben halt auch Angehörige, die den Tod ihrer Kinder nicht ertragen können, wenn dann auch der Verdacht besteht oder bei den Ermittlern die Gewissheit, dass sie freiwillig aus dem Leben geschieden sind, dass sie dann doch eher ein Verbrechen vermuten, als dass es eine Selbsttötung gewesen ist und dass diese Menschen sich an mich wenden. Jetzt, es gibt ja einige Bücher, die Sie geschrieben haben, die sich um das Thema drehen. Wenn man so ein Buch, wenn man sich interessieren will, was wäre dann, welche Lektüre wäre da am besten mit für den Beginn mal, dass man hineinschnuppern kann in die Materie des Profilings? Ja, also ich habe ja 4 Bücher Ja. geschrieben und hatte das Glück, dass das alle Bestseller wurden. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und also wenn ich jetzt neu beginnen würde, abgesehen davon, dass ich alle lesen würde, das ist Klar. ja klar, aber ich denke mal jetzt auf der Spur des Bösen, das ist mein erstes Buch, da war ich viele, viele Wochen in den Spiegel-Bestsellerlisten. Das würde ich doch als Einstieg empfehlen. Und dann jetzt das Neue im Auftrag der Toten, wo ich dann für Familien, deren Angehörige dann gewaltsam ums Leben gekommen sind und wo die Umstände ungeklärt sind, dann im Nachhinein recherchiert habe, in Athen war, auf Kreta gewesen bin, in der Schweiz, im Rheintal, aber auch in München, um dann die Fakten nochmal zu überprüfen, viel, viel Zeit wirklich damit verbracht habe, um dann neue Spuren zu finden und Hinweise zum Tod beziehungsweise zu versuchen, ob jemand, der verurteilt wurde, tatsächlich zu Recht einsitzt. Das ist ein großes Problem Ja, mitunter. genau. Jetzt gibt es aber auch Fernsehsachen, zum Beispiel Autopsie habe ich gesehen, aber auch eine ganz interessante Serie, die in ZDF, glaube ich, läuft. Ne? Genau, aufgeklärt heißt die Serie und ja, es ist wirklich schön, jetzt in Wien zu sein und Katinka Keckeis
ist eine Psychologin, die hier eine Strafanstalt leitet, und die ist mit mir dann dort als Moderatorin tätig, und wir untersuchen dann Fälle, die in Deutschland für Aufsehen gesorgt haben. Danke, so einfach. Und ja. Zusammen mit Katinka Kecker, ist eine Wiener Psychologin, die hier eine Justizanstalt leitet, und wir beide sind dann Moderatoren, und wir untersuchen dann nochmal Fälle, die in Deutschland sich zugetragen haben und für viel Aufsehen gesorgt haben. Und das sind so ganz spannende Momente, wenn man wieder an den Tatorten ist oder mit den Betroffenen dann teilweise auch noch sprechen kann, aber auch mit den Ermittlern, um dann so nochmal ein Bild dessen zu haben, was damals geschehen ist, oder eben halt auch neue Ansätze zu finden. Das heißt, es sind aber nicht nur, also normalen Tötungsdelikt gibt es, für mich jeder Tötungsdelikt fürchterlich, aber zum Beispiel eben von psychisch motivierten Psychopathen, die eben, oder Soziopathen, die eben Gewaltverbrechen begehen, oder ist das allgemein? Das sind allgemeine Fälle, wie zum Beispiel der Fall von Monika Weimar, deren beiden Kinder verschwanden und dann tot aufgefunden worden, wo immer die Frage war, hat sie die Kinder getötet oder nicht, oder Ingrid van Bergen, die ihren Geliebten erschossen hat. Und so sind es dann noch andere, doch für Deutschland bedeutende Fälle. Mhm. Heute ist ein Seminar. Mhm. Was ist da die Aufgabe? Ja, ich bin 2 Tage hier. Die Patricia Stanjak hat mich eingeladen. Und ich darf 2 Tage über Vernehmung sprechen, über Vernehmungsvorgehensweisen, wie man denn hoffentlich immer zu einem Geständnis kommt. Und sie hat hier einen Kurs, Certified Profiler. Und das ist so eine ganzjährige Ausbildung. Ungefähr 15 Teilnehmer gibt es. Und das sind dann spannende Momente, dann mit diesen Menschen dann dazu sprechen und sein Wissen dann eben halt auch weiterzugeben. Das ist ja schön, dass es Menschen gibt, die sich eben diesem Metier widmen. Was mich noch interessiert, ist, man sieht ja in den im Fernsehen immer wieder so Serien wie Profiler oder Criminal Minds. Mhm. Wie nahe kommen die an die Realität ran? Das ist eine gute Frage, und ich sehe selten Fernsehen, und manchmal gucke ich mir tatsächlich doch auch diese Filme an, weil ich ja da immer drauf angesprochen werde. Und ich beneide diese Profiler im Fernsehen, weil die sind immer jung und knackig und adrett. Und am besten wäre es, man wäre Profilerin, weil dann kriegst du nachts um 3 einen Anruf und bist toll gestylt und fit und frisch und kannst loslegen. Und wenn ich früher Anrufe bekommen habe, wir haben einen Mord und du musst kommen, dann war ich schon kaputt und musste dann ein bisschen zusehen. Das heißt, es wäre schön, wenn es so funktionieren würde, weil man dann kann man sagen, ich komme gleich gestylt zu meinem Tatort. Mhm. Das ist nicht. Ja, also ich denke mal, das Einzige, was gleich ist, das ist das Rätsel um die Taten, dass es spektakuläre Fälle sind und dass dann eben halt, warum auch immer, dann die Lösung gefunden wird. Aber es ist nicht authentisch so. Diese technischen Hilfsmittel, die diese Kollegen dann im Film und im Fernsehen haben, die haben wir nicht gehabt. Wenn ich eine Analyse gemacht habe, dann habe ich mir große Packpapierstreifen an die Wand geklebt und habe mit einem Filzstift dann eben halt dann meine Gedanken notiert. Dort läuft alles elektronisch und ja, es ist schön anzusehen, es ist so unterhaltsam. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, aber andererseits denke ich, so viel mit der Praxis, eigentlich hat es gar nichts damit zu tun. Denke ich mir auch eigentlich. Ja. Das Letzte noch, was mich auch so interessiert, ist, es wird immer wieder gesagt, das Verbrechen liegt in den Genen. Das Verbrechen ist? Liegt bei manchen Menschen in den Genen. Ja. Und deshalb sind sie Verbrecher geworden. Ist das, kann man das so stehen lassen? Also Verbrechen in den Genen, da nehmen wir so eine Theorie von Cesare Lombroso auf, das war ein Turiner Nervenarzt, aber der hat gelebt 1870, also so vor 150 Jahren, und der hatte tatsächlich die Vorstellung, dass der Verbrecher eine atavistische Abart des Menschen ist, den man erkennen kann an bestimmten körperlichen Merkmalen, also Blumenkohlohren zum Beispiel oder eine Hakennase oder stechenden Blick oder was auch immer.
wahnsinnige Abhandlungen drüber geschrieben, tolle Bilder, die es da eben halt Fotos von diesen sogenannten Verbrechern dann gibt. Aber das wäre zu einseitig zu sagen, das gibt es. Es ist ein Konglomerat vieler Faktoren. Sicherlich die Anlagen, sicherlich die Sozialisation oder die fehlende Sozialisation. Manchmal eben halt auch hirnorganische Störung, Erkrankung, Verletzung oder aber eben halt die Kraft der Situation, dass etwas eskaliert, was eigentlich gar nicht geplant gewesen ist. Also ein Schmelztiegel, denke ich mal. Und man muss sehr genau schauen, warum ist das denn letztendlich dann so zu der Tat dann auch gekommen. Ja, es ist eben sehr fast auch, also das wäre einfach zu einfach zu sagen. Ja. Ja, kann man noch sagen, wer sind mehr an Morden beteiligt, Männer oder Frauen? Wer denn eher mordet, Männer oder Frauen, ist ganz klar zu beantworten. Das sind Männer. In 9 von 10 Fällen töten Männer Männer. Wenn Frauen töten, dann kann es bedeuten, dass sie sich vom Partner lösen wollen, weil sie einer tyrannischen Beziehung entrinnen wollen oder weil sie als Pflegerin irgendwo arbeiten und dort Patienten töten oder ihre neugeborenen Kinder. Aber letztendlich ist die Gewalt schon eine Männerdomäne. Mhm. Naja, für mich ist man nicht unbedingt sehr erfreulich. Da fallen mir noch 2 Fragen, fallen mir noch ein. Die erste wäre, gibt es etwas in der Laufe der Zeit, in der gesamten Berufslaufbahn, wo man sagt, das hat mich am meisten berührt und das fesselt mich bis heute? Das kann positiv, aber auch negativ sein. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, dann fallen mir eigentlich 2 Taten ein. Einmal, wo ich gnadenlos falsch gelegen habe, als ich einen Mann 20 Jahre lang beschuldigt habe, dass er eine alte Frau ermordet hat und alles dafür tat, dass er der Täter ist, es ihm beweisen wollte und dabei dann letztendlich dann herausgefunden habe, dass er nicht der Täter war. Und da habe ich tüchtig Abbitte geleistet bei dem Mann und mich entschuldigt und wirklich dafür gesorgt, dass ich das versuche wieder gut zu machen. Und der hat mir dann auch verziehen und zum Glück war er nicht im Gefängnis, aber der Zweifel, der war immer bei mir. Und dann gibt es so Taten, die leider nicht geklärt werden konnten und wo ich nicht mal weiß irgendwie, warum ist das überhaupt geschehen. Ein Doppelmord innerhalb einer Nacht, 2 Frauen werden erschossen. Aber ich bin froh, dass es andererseits eben halt auch Fälle gegeben hat, wo es eigentlich keine Hinweise auf den Täter gegeben hat und dass doch dann die Zusammenarbeit mit den Kollegen und sehr, sehr aufwendige Recherchen dann dazu geführt haben, dass die Täter dann doch gefasst werden konnten. Das ist dann was Erfreuliches, dass man auch wieder mitnimmt, das braucht man, glaube ich, auch. Ja, genau. Es gibt so ein Klischee, dass, ich weiß nicht, wie weit das stimmt, dass jeder Mensch zum Mord fähig wäre. Ist das Tatsache oder? Also dieses Klischee, dass jeder Mensch zum Mord fähig wäre, das kann ich nicht teilen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in bestimmten Situationen töten können. Aber um einen Mord zu begehen, da gehört mehr dazu. Das ist eine Qualifizierung. Es reicht ja nicht allein die Tötung, sondern ich muss noch bestimmte Dinge tun, um ein Mörder zu sein. Zum Beispiel heimtückisch agieren, jemanden berauben und töten, weil ich das Geld haben will, jemanden sexuell missbrauchen. Also das sind schon Dinge, die... Gewisser Vorsatz. Genau, ein deutlicher Vorsatz und die Absicht, auch ganz bewusst so etwas zu tun. Und da denke ich mal, sind die wenigsten glücklicherweise zu in der Lage. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang plaudern. Da bin ich fast überzeugt davon. Ja, danke. Wer mehr wissen will, Bücher kaufen oder ZDF die Sendung ansehen, die läuft ja noch, nehme ich an. Bitte was? Die ZDF-Sendung läuft ja noch. Die läuft noch, ja. Also sicher ganz interessant, weil da kann man wirklich das auch optisch mitbekommen, wie es so zugeht. Und es hat mich wirklich ganz, ganz besonders gefreut. Ja, ich danke, vielen Dank und alles Gute für Sie. Und Dankeschön. Bleiben Sie gesund.
werden wir probieren. Dankeschön. TV 21 Austria. Einfach anders.